Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Assassin's Creed 4 Black Flag. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen Geld verdient in der Zwischenzeit, indem ich einfach mal die Insel hier ein bisschen abgegrast habe. Habe hier diese dummen Musiknoten-Kaki gesammelt, etc. Und jetzt bin ich wieder fast pleite dann, weil ich habe nämlich entdeckt, wir können ja hier schon wieder was aufwerten. Aber ich glaube, die sind alle sauteuer. Mal gucken, ob man überhaupt was nachgedacht, Captain. Warum errichten wir nicht ein eigenes Lagerfeuer am Strand? Den Jungs würde ein Ort zur Zerstreuung sicher gut gefallen. Wie viel Zerstreuung brauchen die denn noch? 7000? Für ein scheiß Lagerfeuer? Du wirst mich wohl verarschen. Na gut. Toll. Na, Zerstreuung nennen die das. Ich nenne das Saufen. Aber hey. Super. Hauptsache, du bist reich geworden, ne? Du hast 7000 gebraucht für so ein billiges... Ja, das ist schon gut. Was? Ruhe. Meins. Dong. Er hat immer noch keine... Nein, und übrigens an diejenigen, die immer wieder mal fragen. Wir sind noch kein Assassin. Ich habe auch noch kein Assassin getroffen und irgendwie ist das voll für den Arsch. Ich hoffe, wir kriegen mal noch irgendwann eine Ausbildung. Sonst wäre der Assassin's Creed-Teil nämlich echt für einen Podex. Denn bis jetzt hat immer jemand eine Ausbildung erhalten. Nur wir nicht. Wir sind die Vollhoms von der Hobel Range. So. Hi. Bing. Kannst du? Dankeschön. Sagt dir der Tag zu, Captain? Ole, ole, ole. Ja, jubelt mal schön, ihr Idioten. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Zur Flotte. Nein, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Schiff aufrüsten. Nein, will ich auch nicht. Ich habe kein Geld mehr. Die blöden Affen. Wer ist schuld? Ich kann ja nicht mal Ausrüstung wechseln, weil ich nichts habe. Aber das habe ich angewichen. Ich will nicht als Ezio rumrennen. Wie sieht denn das aus? In der Karibik. Mit einem Kona-Outfit. Nee. Das ist ein bisschen... Nee. Meistens passen dann die Animationen auch nicht mehr zusammen und man sieht komisch aus. Ich habe mir gedacht, weil es ja so schön ist, könnten wir doch mal eine Runde tauchen gehen. In See stechen. Ja. Wie kommen sie in der Story weiter voran, damit sie... Bla bla bla. Darf ich jetzt da nicht tauchen oder was? Wenn ich da jetzt rausspringe, mich irgendwas frisst, weil ihr blöd seid, dann kotze ich. Wahrscheinlich kann ich noch gar nicht tauchen, oder? Weil ich ein Depp bin. Ein Pupspirat. Du. Kenway. Kenway, das Geheimnis ist Springen. Pirat, der das dauernd sagt, bald tot. Gelüncht. Von mir. Persönlich. Kann ich die Fässer mitnehmen? Ich kann doch nicht tauchen, ohne dass ich... Ja, stick ich doch. Ja, der kann ja noch gar nichts. Oh mein Gott, ich kann doch nicht tauchen, oder was? Oh, jetzt muss ich erst in der scheiß Story vorankommen. Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Nein, ich kann nicht. Ich kann nicht runter. Das ist doch echt... Hey, ich habe meinen Zuschauern versprochen, dass ich heute tauchen gehe, ihr blöden Idioten. Und jetzt kann ich das nicht machen. Ich muss in der Story erst weiter vorankommen. Wo ist jetzt der blöde Kid? Ja, such, Trottel, Heini. Wo ist denn der Kid, du blöder... Affe. Ja, natürlich im Arsch der Welt. Oh, regt mich gar nicht auf. Gut, dann segel ich von da aus da nach unten. Kann ich da nicht? Rein zufällig. Dann mache ich von da aus nochmal eine Schnellreise. Hallo? Du Schiff. Hierher segeln. Dieser Part ist jetzt schon wieder... Kacke.
Ich werde das Segeln dann wahrscheinlich rausschnibbeln, weil dann haben wir ja nichts verpasst. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Ich möchte bitte zu dem blöden Kid. Ja, genau. Jubelt nur. Oh mein Gott, wie viel ist denn hier? Wieso bin ich jetzt da oben? Was machen die mit mir? Die machen mich wahnsinnig. Drehe noch durch. Was? Wo? Ich möchte nicht hier hin. Captain steuert selbst. Captain ist genervt. Los aus dem Animus, oh mein Gott. Ich habe übrigens so die Befürchtung, dass wir jetzt... Kurs heute, Captain. Der Kurs lautet... What the fuck? Wir gehen da runter zur... Schöner Tag für allerlei Nervensäge. Ich wollte das markieren, du blöder Affe. Ich würde mit... Ihr sagt immer das Gleiche, das nervt mich gar nicht. Nichts ist wahr. Nichts ist wahr? Oh. Nichts ist wahr, ja. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Der Schiffsmädchen Junge ist eine Frau. Moa, und das werden wir jetzt aufdecken, richtig? Brise, die mir unten in Tulum zeigen wollte. Scheiße, spät. Weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Oh, ein Sturm, toll. Bin mir nicht sicher. Die Pia, yay. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ja, eine Art ins Gewissen zu reden, dass es ihm schadet. Blabla. Ich setze Kurs auf Tulum. Was? Fortverteidigung zerstört. Warum sollte ich das tun? Warum schießen die auf mich, die dummen Pissnaken? Muss doch sehr bitten. Oh, puh, eine Windhose. Oh, puh, Mörserscheiße. Oh, fu, fi, fa, fi, fo, fi, fi. Oh, die blöden Wichsrüben. Lasst mich in Ruhe, Mann. Ich will doch euer dummes Vor gar nicht haben. Könnt mich mal. Jetzt muss ich auch noch dieser scheiß Wasserkacke da ausweichen. Ey, Kid, dafür dresche ich dir in deine nicht vorhandenen Nüsse. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Oh, fuck. Ich kann nicht gegensteuern. Hoffentlich bläst der blöde Wirbelsturm das dumme Vor weg da hinten. Das hätten sie nämlich echt verdient. Diese dummen Idioten. Na wartet nur, ich komme noch und dann mache ich euch platt, ihr blöden Penner. Nachdem ich heute schon nicht tauchen gehen durfte. Und ich habe mich schon im Magen eines Hais gesehen und dann machen sie mir wieder einen Strich durch die Rechnung, die Idioten. Wir haben hier einen Sturm und ihr singt dumme Kacke. Könnt ihr mal vielleicht euch 5 Minuten konzentrieren? Oh ja, da hinten sind ja noch ein paar Tornados. Oh, man kann sie auch Windhosen nennen. Und die... La 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 la, ist ja gar kein Thema. So, Männer, seid ihr schon bereit? Ich vermute nämlich, dass sich der Schiffsmädchenjunge dann auszieht. Und dann sind wir alle blind. Ja, denkt mal drüber nach. Kann ich aufhören, den Schiffsmädchenjungen Schiffsmädchenjunge zu nennen? Hey, da vorne ist jemand gestrandet. Oder Achtung! Nicht? Was denn? Haben wir doch mitgenommen. Denkst du? Ja, natürlich. Ist ja gar kein Thema. Wir nehmen einfach mal irgendwas auf vom Wasser, was auf dem Wasser rumschwimmt. Ob das jetzt lebt oder nicht, ist ja Wayne. Oh, puh. Mäh. Ach, ist das nicht ein schöner Sternenhimmel, Adivale. Da ist ein Maya-Tempel oder sowas ähnliches. Oh nein, nichts ist wahr.
Ich habe schon wieder irgendeine blöde Befürchtung, dass wir jetzt gleich hier irgendeinen Scheiß machen dürfen. Irgendeinen Vorausraum oder so ein Dreck. Mhm. Irgendwo ist hier eine Truhe. Truhe? Truhe. Bäm. Was? Unentdeckt bleiben, niemanden töten. Okay. Wen sollte ich denn hier töten, bitte? Super sexy mal zwei. Kann ich mich da hinten in dem Gemüse verstecken? Da sehen mich die zwei Knallerbsen. Da sieht mich der. Wie soll ich das denn bitte machen? Ein Schiff vorbeisegeln, ganz nahe der Küste. Dann verschwand es. Dabei sagte, wir sollen wachsam sein. Die Templer kommen seit einem guten Jahr immer näher. Die haben ein Schiff vorbeisegeln sehen. Krach, guckt euch mal da hinten hin. Ne? Bisher habe ich noch nichts gehört. Du wirst. Ihr seid echt die dümmsten Assassins, die ich jemals gesehen habe. Da ist ein fettes Schiff vor der Nase und ihr blabelt irgendwas von. Ich hab mal gehört, da war ein Schiff und dann hab ich Mimi. Noch einander klatsche. Ihr seht nicht, dass da ein Typ durchs Gebüsch rennt. Habt nie eure Ausbildung gemacht. In Timbuktu. Wenn ich da hinten bei dem durchrenne. Ich muss aber da lang. So diesen blöden James Kidd. Heißt das jetzt, dass James Kidd dann auch ein Assassin ist oder was? Oder hat der nur ein Verhältnis mit denen? Oder ist der zufällig sie es, der Schiffsmädchenjunge, mit bei denen in die Falle gegangen und ich muss den Deppen dann retten, aber dann. Mann, kracht's aber sowas von. Würdest du jetzt mal da? Dankeschön. Oh, Augen zu und rennen. Oh fuck. Es geht noch weiter. Hm. Natürlich. Oh mein Gott. Oh fuck. Fufi-Fafa bleibt da bloß in einem Gebüsch hocken. Da sind nicht gerade wenige. Hm. Ja, komm her, Arschi-Boy. Klappe zu. Kommt er hierher? Nein. Ja, verpuh dich mal. Ksch. Idiot. Ich bin unschuldig.
Stöhn nicht rum. Dem Gebüsch. Ist unhöflich. Voll unauffällig. Der denkt sich jetzt, what the hell? Warum liegt die hier rum? Jetzt gucke ich mal ganz akribisch in das Gebüsch da hinten. In dem gar keiner sitzt. Bäh. So kann er nicht mehr pfeifen. Ja, komm halt her. Muss ich überhaupt hin? God damn it. What? Wer wurde herbeige... Ich? Oh, ich bin voll dagegen. Toll. Kann der Typ da mal weggehen? Ah, ich weiß, ich muss über die scheiß Bäume springen, oder? Oh, du Scheißkopf. Halt's Maul! Irgendwelche... Oh, oh. Tut mir leid. Aber ich muss unauffällig bleiben. Guck mal weg. Wie viele von diesen Typen sind denn hier noch? What the hell? Oh, ein fetter Alligator. Toll. Oh, James Kidd ist da oben irgendwo. Dieser blöde Arsch. Die blöde Ärschen. Wenn ich da hinten rumlaufe... Aber nicht, dass ich unauffällig bin, wenn ich da dran vorbeirenne, oder? Okay. Gut. Scheiße! Scheiße! James Kidd, dafür werde ich dir so in deinen Arsch. Oh. Du hast nur Fantasien, die zufällig darauf hinauslaufen, dass du irgendjemanden siehst. Du denkst, dass du jemanden... Ja, schau mal weg. Weg. Kusch, kusch. Jetzt rennt der auch noch rum. Ja, komm her. Komm. Dumme Tussi. Na Gott, da hinten sind noch ein paar von denen.
war arschischarf. Der Typ ist echt nicht helle. Wieso kann ich jetzt mir nicht pfeifen? Ach so. Ja, komm her, Nakidai. Komm. Ich hab nicht so viel Zeit. Geh runter da. Mach die dumme Kiste auf. Druck dich ins Gebüsch. Das sind aber viele Frauen. Oh, Scheibenkleister. Wo musste ich? Ich muss da rüber. Oh Gott. Bin ich da rüber, ohne dass mich... das sind zwei. Okay, der latscht in die Richtung. Der andere bleibt stehen, oder wie? Pech. Na komm. Tussi. Oh nein, da drüben steht ja auch noch eine rum. Wie soll ich denn da hinkommen? Oh, dass die mich sieht. Die mich verarschen. Nein. Nein! Kurz vorm Ziel, das ist doch wohl nicht wahr. Ach, ich krieg die Krise. Wo bin ich denn jetzt rausgeschmissen worden? Steht da ja der Depp. Yes, es geht. Du Spack. Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Ja, die auch. Oh, oh. Alter Mann. Assassine, Duncan Walpole. Tot. Tot und begraben. Nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Weil er ein Idiot ist. Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Er hat den Sinn, Mentor. James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Hä?
What the fuck is jetzt schon wieder hier going on? Kein Wort. Komm mit. Du kannst mich mal, Schiffsmädchen, Junge. Na, ganz toll. Die verarschen mich doch. Heißt das jetzt, dass James Kitten Assassin ist, oder was? Du hast mich heimtücke. Was uns noch so erwartet, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.